Sie haben den Gruftrock in Deutschland wieder an den Start gebracht. Him aus Finnland. Nachdem sie mit Join Me letztes Jahr bei uns wochenlang an der Spitze der Charts standen, reißt bei den Finnen die Hitserie nicht mehr ab. Mit Songs wie Right Here in My Arms und dem aktuellen Poison Girl im Gepäck touren Him seit dem Frühjahr durch unsere Clubs. Jetzt jedoch standen erstmal ein paar fette Festivals auf dem Plan. Festivals sind große Partys für alle Beteiligten. Clubgigs sind für diejenigen, die performen, viel intensiver. Man kann aber gar nicht sagen, was mehr Spaß macht. Wobei das hier ein ganz besonderes Festival ist. Ich bin ja ein großer Fan von Sisters of Mercy, The Mission und Fields of the Nephilim. Obwohl wir schon seit Monaten bei uns unterwegs sind, ist von Ermüdungserscheinungen nichts zu merken. Wir sind ja noch jung und absolut in der Lage, jede Nacht eine Höllenparty zu feiern. Das ist wichtig und es ist für uns auch keine Arbeit, sondern macht einfach nur Spaß, um mit Freunden rumzuhängen. Party machen gehört einfach dazu. Wenn du nur deinen Gig spielst und dann ins Bett gehst, das wäre doch nichts. Während einer Tour ist natürlich nicht nur Live-Spielen und Feiern angesagt, man muss auch viele Stunden im Tourbus oder Flugzeug totschlagen. Was macht denn ein Wille Wallo so, um sich die Zeit zu vertreiben? Sleep and drink. Schlafen und trinken. Hauptsächlich. Beim Fliegen ist es was anderes. Ich habe nämlich tierisch Flugangst und bin jedes Mal total am Ende. Es ist schrecklich, aber da muss ich halt durch. Viel Zeit, um Land und Leute kennenzulernen, hatten die Finnen bisher allerdings noch nicht. Bei so einem taffen Tour-Schedule ist das auch fast unmöglich. Ich kenne ein paar Plätze in Berlin und Köln, aber das war's auch schon. Wir haben nicht besonders viel Freizeit, schon gar nicht mal 2 oder 3 Tage frei. Ab und zu haben wir mal einen freien Tag, nachdem wir 5 Gigs in Folge gespielt haben. Und dann erholen wir uns meistens nur. Wenn sich Wille dann aber doch mal auf unsere Straßen begibt, hat er keine Berührungsängste mit seinen Fans. Obwohl ihm bei einer Autogrammstunde von einem hysterischen Mädchen schon mal ein paar Haare ausgerissen wurden, geht der charismatische Frontmann nach wie vor mit seinen Fans ganz nett und natürlich um. Von Angst oder Bedenken keine Spur. Why should I be afraid? Warum sollte ich Angst haben? Ich habe vor nichts Angst. Eine Tour ist für viele Bands auch immer eine gute Gelegenheit, Ideen für neue Songs zu sammeln. So sind auch Him in dieser Hinsicht schon echt fleißig. Wir schreiben, wann immer mal wir eine Pause haben. Meistens, wenn wir mal zu Hause sind, aber auch während der Tour natürlich. Eigentlich ist das neue Album schon fertig, was die Songs angeht. Wir werden dann wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres ins Studio gehen und die Platte im Frühjahr herausbringen. Und dabei haben sich Him diesmal sehr vom Sound der 70er beeinflussen lassen. Wir haben ja angefangen wegen Black, Sabbath and the other 70s. Und die anderen Großen aus den 70ern wie like Led Zeppelin and Jefferson Heap. Wille, der Songschreiber der Band, ist ja bekannt für seine düsteren, pathetischen Lyrics. Doch davon hat er bei den neuen Songs ein bisschen Abstand genommen. Die neuen Songs sind zwar bestimmt nicht fröhlich, sie sind immer noch melancholisch, so eine Art Selbstanalyse. Aber es gibt diesmal nicht ganz so große Dramen. Es geht mehr um ganz alltägliche Dinge und die allgemeinen Spekulationen über Beziehungen. Und dass die Emotionen auf der ganzen Welt die gleichen sind. Egal, ob du jetzt in Indonesien lebst oder ein finnischer Typ bist, der durch Deutschland tourt. Even if you're a Chinaman living in Indonesia and a Finnish guy touring in Germany, you know. Na, wenn das nicht vielversprechend klingt. Wer sich allerdings die altbewährten Hits der Finnen nochmal live reinziehen möchte, der hat im September noch einmal Gelegenheit dazu. Und die neue Single Gone with the Sin ist ab dem 16. Oktober zu haben.